Also, letzter Teil der Geschichte. Wir haben immer noch keine Klarheit, was mit dem Land los ist. Nun haben sich rheinische Politiker von der Wand gestellt, zuerst der Sigmar Gabriel, und hat gesagt, Frau Merkel ist gar nicht die Bundeskanzlerin, sondern ist die Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation. Und da war auch so der böse Mann des Tages. Der hat ja nichts Falsches gesagt, aber hat natürlich eine Koalitionsverhandlung zwischen CDU und SPD natürlich Sprechers angehalten. So, dann hat der Gregor Gysi sich aus dem Fenster gedreht und hat gesagt, ich habe jetzt herausgefunden, dass wir immer noch ein Besatzungsstatut leben. Das können wir doch eigentlich mal aufheben, weil wir haben jetzt das Jahr 2013. Wäre es denn mal Zeit, dass die Frau Merkel und Herrn Obama anruft und sagt, wir können das mal aufheben, damit wir wieder souverän sind. Und und dann hat die Frau Merkel eine Konfrontation gehabt mit dem aufgeklärten Bürger und der hat die einfach gefragt, ja, warum haben sie denn jetzt noch nicht das in die Wege geleitet? Und ich gesagt, das ist nur eine Frage von ein paar diplomatischen Noten, aber wir sind schon voll souverän. Wir waren natürlich gelogen. Ja, und jetzt, das ist nämlich weitergehen soll. Und die Bundesregierung hat nach wie vor, ist der Meinung, dass es über die sogenannte Kanzlerakte die volle Medienhoheit hat. Also dass es darüber bestimmen kann, wer in unserem Land über die Medieninhalte bestimmen darf und wir überhaupt keine freie Presse haben. So, und Pegida hat gesagt, ne, wenn er uns anlügt, das hat er eine Lügenpresse. Aber das hat uns auch nichts gebracht, weil wir haben immer noch keine Wahrheit. Und haben gesagt, eine Presseagentur war eine einfache Aufgabe. Wenn wir eine Presseagentur hinkriegen, müssten wir einfach auch einen Rundfunksender hinkriegen. Das Problem ist nur, wenn man den anmelden würde in der Bundesrepublik, würde man keine Zulassung kriegen. Ist aber auch eine lösbare Aufgabe. Dann schickt man den Rundfunksender einfach zurück zum Kaiser, indem wir dem Kaiser das zu seinem Geburtstag schenken. Das war die geile Idee. Dann haben wir gesagt, wir nehmen einmal 1 Euro, dann schenken wir dem Kaiser und dann fragen wir die Leute, ob sie auch 1 Euro geben. Oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Und bei 5 Euro können wir einen Sender aus dem Kaiserreich raus vor 5 Jahren betreiben oder 10 Jahre. Und dann können wir 10 Jahre lang die Wahrheit bringen und 100 Jahre Lüge rückabzuwickeln. Das war die Idee. Und da habe ich am 26. Januar, das ist also vor ein paar Tagen, gesagt, okay, Jungs, wer mitmachen will, gibt auch ein bisschen Geld und dann tun wir den Sender anmelden, sobald wir eine gewisse Größenordnung von Geschenken, keine Spenden, nur Geschenke. Also Geschenk ist, der Kaiser hat es zum Geburtstag gekriegt. Spende ist, die Bundesrepublik greift es ab. Und na, es darf also nicht nur das Geldsystem laufen. Das heißt, ihr müsst die Geschenke beim, das bin ich dann, Geschenkannehmer von Kaiser geben. Ich drücke das dann rein in die Liste und dann schenken wir das dem Kaiser. Weil, geile Idee, wenn wir sowieso aus der Hängematte ins Kaiserreich fallen, dann können wir uns ja selber als Erben einsetzen. Weil wir sind ja Bundesstaaten, die haben schon, obwohl sie uns nicht zugestehen. Aber wenn wir sowieso später erben, dann könnten wir das Geld aus der Bundesrepublik ins Kaiserreich schießen. Und wenn wir im Kaiserreich angekommen sind, haben wir einen Rundfunksender, der nicht unter der Merkel-Diktatur liegt. Und die Idee hat eigentlich den Leuten heute früh so gut gefallen, haben gesagt, also wenn du das wirklich hinkriegst, dass du ein Rundfunksender anmelden kannst auf dem Kaiser, dann hätte ich für dich 20 DJs, die den ganzen Tag Musik machen. So, das ist eine geile Idee. Und das ist nun der Aufruf, den ich machen will. Wer mitmachen will, kann also einfach was zum Geburtstag schenken zum Kaiser. Der Kaiser hat am 27.01. Geburtstag, also entweder nachträglich oder fürs nächste Jahr. So. Wir sind jetzt erstmal nur bei 11, also bei 12 Euro, weil ja die Schwierigkeit besteht, wie kriege ich das Geld in diese Box, in die grüne Welt. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal ein paar Vorträge und da wisst ihr dann, wo das Geld ankommt und die, die mich kennen, die wissen, wie sie es mich erreichen. Weil es darf nicht über das Geldsystem der BRD laufen, das ist das Problem. Also nicht über Überweisung und PayPal. Sondern es muss, wie immer Geschenke gibt, zum Geburtstag übergeben werden. So, entweder du stellst mit ins letzte Jahr oder ins nächste Jahr. So, und dann hoffen wir mal, dass wir über den Rundfunksender ein paar Wissenschaftler und ein paar Historiker kriegen, aus Russland, aus der Bundesrepublik, aus der Schweiz, aus Österreich, die uns sagen, was mit Deutschland los ist. Das ist das Ziel. Und wo wir dann vielleicht auch mal ein paar Parteien zur Bundestagswahl vorstellen, die sonst nicht im Radio kommen. Weil ich habe nämlich gehört, die AfD
darf nicht in der Elefantenrunde dabei sein, weil es immer solche schwierigen Fragen stellt, wie über die der Hamas nicht beantworten kann. Und obwohl ich mit der AfD ein Problem habe, weil die AfD hat in Chemnitz, in Leipzig und in Thüringen Wahlmanipulation gemacht. Die haben nämlich ihre eigenen Wahlprotokolle gefegt. Das war das Problem. Also in Chemnitz haben sie zwei Wahlanfechtungen gemacht und haben ihre Kandidaten dort zum Durchbruch. Dann hat der Wahlausschuss darüber abgestimmt, ob diese Wahlmanipulation mit Protokoll erscheint. Und das geht bei Deutschen nicht. Also ich meine, wenn man als AfD öffnet, eine Alternative für Deutschland sein will, dann muss man natürlich bei der Wahl mindestens sauber arbeiten. Ja? Und hätten sie gesagt, ja, es gab eine Wahlanfechtung, hätten sie einfach nur eine neue Liste einreichen brauchen. Wäre kein Problem gewesen, haben sie nicht gemacht, haben es durchlaufen lassen. Und in Thüringen hat der sechste Landtag über die jüdische Wahl, also im Prinzip hätte der fünfte Landtag entscheiden müssen, ob die Wahl zum sechsten ist jüdisch. Dann hätten sie die entlassen müssen. Aber der AfD ist in Thüringen schon eingezogen, da war die Wahlanfechtungsfrist nach vorne rum. Wie geht denn das? Uns haben sie gesagt, ja, wir müssen mal in den Landtag gehen, dann können wir das ja kontrollieren. Ich sage, das machen wir. Sind wir zum Landtag gerückt und wollten die Wahlunterlagen sehen. Also die, wir haben ja da eine Einspruchsliste und in der Einspruchsliste müssen wir hin. Dann haben die uns mal vorne abgeholt und haben gesagt, der Mann, der das kontrolliert, dessen Funktion ist geheim. Wenn man eine Wahlprüfung macht und man kriegt eine Stelle im Thüringer Landtag, die die Korrektheit der Wahlen anguckt, der Mann ist geheim. Den können Sie jetzt nicht runterholen. Nö. Ja, ich sage, ich muss doch, wenn ich eine Wahlprüfung machen will, muss ich doch gucken können, ob das alles korrekt ist. Boah, aber wir haben es uns dann nicht bekannt gegeben. Aber wir haben natürlich vergessen, dass im Organigramm vom Landtag hätten den Namen schätzen müssen. Und da stand einfach da drin. Und das war auch der. Und haben gesagt, wir hätten ihn gerne mal gesprochen. Nee, das geht nicht. So, und da sind wir dann beim Wahlleiter gewesen, mit der Asenrohr. So, und dann haben wir natürlich eine Wahlanfechtung gemacht. Und so, wenn wir innerhalb der Wahlanfechtungsfrist nicht die Entscheidungen und Stimmsachen der Kuchenkinder, die Protokolle, müssen wir davon ausgehen, dass Betrug begangen ist. So, der Thüringer Landtag hat dann abgestimmt, dass er sich mit dem Fall überhaupt beschäftigen will. Obwohl offensichtlich was nicht bestimmt hat, weil es kann keiner die deutsche Staatsangehörigkeit haben, weil es Gesetze nicht gibt. Und der ganz große Knalleffekt war in Chemnitz beim Verwaltungsgericht. Da hat der Verwaltungsrichter gesagt, naja, es gibt kein Gesetz, was die Gemeinde verpflichtet, die Korrektheit des Melderegisters zu prüfen. Ich sage, das weiß ich, weil in der Eingabemaske steht nichts von Staatsangehörigkeit. Ja, wenn ich jetzt eine Wahl mache und habe als Voraussetzung für die Wahl die deutsche Staatsangehörigkeit, die gibt es aber gar nicht. Ich kann sie weder beantworten und wenn ich was beantworten kriege, falle ich ins Kaiserreich zurück. Was macht denn da jetzt? Das sagt der Richter, wir schießen die Behandlung. So, da ist das Ding vertagt worden. Jetzt liegt es sozusagen beim Oberverwaltungsgericht. Und das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, wir möchten den Fall nicht haben. Wir möchten den Fall nicht haben. So, seitdem liegt das Ding auf Eis. So, also wir wissen, dass der Eckstein der Staatsangehörigkeit ist. Und jetzt kommt die Geschichte mit unseren Asylanten. Den Asylanten wollen sie natürlich sofort die Staatsangehörigkeit geben, und zwar die man mit dem gelben Schein kriegt. Da sagen wir was, wieso denn das nur wieder? Naja, eine Staatsgründung mit dem gelben Schein, also etwas gründen, was ungültig ist, kann man machen, wenn mehr als die Hälfte der Bewohner mit Hilfe des gelben Scheins das legalisieren, was die Weimarer Republik illegal gemacht hat. Das ist die Nummer mit dem gelben Schein. Deswegen kriegen alle Leute, die sie hier reinholen, diesen gelben Schein und die wählen dann einen neuen Staat. Mit der Staatsangehörigkeit Islamabad. So, das ist das Problem, was wir haben. Und die Frau Merkel hat gesagt, 10 Millionen Migranten reichen nicht. Wir müssten noch ein paar mehr ordern und hat sich so vorgestellt, 120 Millionen. Und da hat der Bundeswehr gesagt, wenn du das machst, dann rücken wir ein. Ja, die Bundeswehr. Wer denn? Von der Bundeswehr im Staat ist das bekannt. Wer hat denn das gesagt? Ich habe Quellen. Also die Bundeswehr hat gesagt, es ist seit Jahren so, dass die Bundeswehr stinkig ist auf ihren eigenen Verteidigungsminister. Ist so. Bundeswehr ist selber Armee, die haben doch keine Armee. Ja, da geht doch ein Feuer. Die Kamera läuft. Nee, Bundeswehr ist einfach eine bewaffnete Parteiorganisation. Das ist der Rechtsstand. Ja. So,
Aber die Bundeswehr hat klipp und klar gesagt, dass sie nicht gegen das Volk schießen wird. Aber der Islamische Staat hat das nicht versprochen. Und das ist nämlich die Gefahr. Und wenn wir uns nicht bewegen und nicht wissen, wie unser Staat heißt, und mit der falschen Flagge zur Demo rennen, könnte es passieren, dass es ein Referendum gibt zum gelben Schein. Und wenn der gelbe Schein ein Staat wird, dann haben alle die, die jetzt hier ein illegales Aufenthaltsrecht haben, ein legales. Und wir ein illegales. Das ist das Problem. Weil es kann nur einen Staat im Staat geben. Und wenn das Kaiserreich gelöscht wird, verlieren wir unsere Bodenrechte. Wenn wir unsere Bodenrechte verlieren, verlieren wir unsere Häuser. Also die Frau Merkel hatte nicht vor, beim Versprechen, dass die Leute Häuser kriegen, denen neue zu bauen. Das war nicht vorgesehen. Es war vorgesehen, dass die Häuser vergeben werden, die auf Bodengrundstücken stehen, die uns dann nicht mehr gehören. Das war die Idee. Und das finde ich kriminell. Weil die Bodenrechte müssen alle 99 Jahre verlängert werden. Und die Verlängerung passiert im Kataster der Wilhelmstraße 1 in Berlin. Das Kataster haben die Russen nach Krakau geschafft. Und dort steht der Wachmann davor. Und wer da rein will, da lädt er durch. Also es kommt niemand rein und kann das Kataster umschreiben. Also Eigentumsübertragung machen. Was hat man gemacht? Man hat ein elektronisches Grundbuch erzeugt. Also hat sozusagen einen Computer genommen und hat dann einfach mal ein paar Eigentümer aufgelistet. Und uns das sozusagen als Bodeneigentum verkauft. Und auf der Nummer hat dann jemand Boden, also Grundstücke erworben und hat ein Häuser drauf gebaut. Und hat vom Bürgermeister verlangt, dass er bitte mal die Bestätigung geben soll, dass das, was im Grundbuch steht, im elektronischen Grundbuch, vom wirklichen Eigentümer ausweist. Und da hat der Bürgermeister gesagt, das kann ich nicht. Da ich sage, ich habe mir einfach den Boden gekauft, wo das Haus drauf steht. Also haben wir da einen Eigentümer erworben. Sagt der Bürgermeister, das kann ich nicht. So, und jetzt hat derjenige, der das Haus drauf gebaut hat, weder Eigentumsrecht, noch weiß er, was passiert, wenn derjenige, der am Kataster steht, also in Krakau, sagt, das ist mein Land, das Haus kommt weg. Das ist das Problem. Und wenn die Bodenrechte wegfallen, also es heißt, auf dem gelben Schein auch immer ein neuer Grund erworben wird, also eine neue Bodenreform, und wir alle die Rechte nicht haben, den Boden zu erwerben, haben wir ein Problem, wo wir unser Haus hinschieben. Und deswegen würde ich euch empfehlen, euch einfach mal mit der Problematik zu belesen. Also wir haben extra dort jetzt 140 Videos gemacht, um erstmal den ganzen Urschleim von 100 Jahren Lügen ein bisschen aufzubrechen. Wir wissen auch noch nicht alles. Wir haben auch noch nicht alles, alle Archive gesehen. Aber wir haben natürlich Freunde in der Schweiz und in Österreich, die in die juristischen Fakultäten rankommen und die gucken können, die da reingucken können, ob die Verträge unterschrieben sind oder nicht. Und wir haben einen ganz lustigen Vertrag gefunden, der nicht unterschrieben ist. Das ist der 4+2-Vertrag. Aber gibt keine Unterschrift.